Justizfehler auslösen können. Das hat der Fall Mollat gezeigt und jetzt der Fall dieser Frau. Eine ganze Verkettung von Fehlern, Irrtümern von Behörden, Gerichten hat diese Frau in kürzester Zeit um ihre Existenz gebracht. Wenn ein Drehbuchautor so einen Fall erfinden würde, würde ihm wahrscheinlich gesagt, also der Fall sei nun wirklich zu dick aufgetragen. Jens Kuhn zeigt, dass die Realität härter ist. Wegen einer Krankheit ist Claudia Mühlhölzel erwerbsunfähig. Hier wollte die Mutter für sie beide mit einer eigenen Firma eine neue Existenz aufbauen. Doch es kam alles ganz anders. Das war mein und Claudias Ruin hier. In diesem Haus. 26. Juli vergangenen Jahres. Polizei und Landratsamt stehen vor der Tür. Die beiden Frauen hatten sich über Mietmängel beschwert und Zahlungen an den Vermieter zurückgehalten. Ein Gericht ordnet die Räumung an. Mühlhölzel richtet einen verzweifelten Hilferuf an Behörden und Politik. Ich habe noch reingeschrieben, also es wird ein schlimmes Unglück passieren, was er auch dann zugetroffen hatte. Mühlhölzel beteuert, sie meinte mit dem Unglück die Räumung. Ein Psychiater sieht aber im angekündigten Unglück einen angedrohten Selbstmord. Ohne dass der Arzt Mühlhölzel untersucht hat, wird sie in die Psychiatrie zwangseingewiesen. Ja, es war eher mehr oder weniger wie ein Traum. Also ich dachte mir auch wieder, dass die gehen, dass sie das rausstellt, dass das ein Missverständnis ist. Also dem war leider nicht so. Nach 4 Tagen will eine Ärztin, dass Mühlhölzel schriftlich erklärt, sie sei freiwillig in der geschlossenen Psychiatrie. Sie weigert sich. Plötzlich kann sie trotzdem gehen. Vorher will der Klinikchef noch mit ihr sprechen. Der hat sich bei mir entschuldigt und sagte halt, es tut ihm leid, was passiert ist, aber ihnen sind die Hände gebunden, er kann nichts dafür, wenn vom Gericht eben ein Beschluss kommt, also er muss das ausführen. Uns gegenüber will die Psychiatrieleitung dazu nichts sagen. Dabei gäbe es so viele Fragen, zum Beispiel zu diesem Attest, das dem Gericht vorlag. Es stammt von einem anderen Psychiater. Er hatte Mühlhölzel nur einen Tag vor der Zwangseinweisung untersucht und festgestellt, dass sie sich von akuter Suizidalität distanzieren kann. Das heißt, nicht akut selbstmordgefährdet ist. Dieses Attest wurde bei der Zwangseinweisung nicht berücksichtigt. Inzwischen ist klar, Mühlhölzel wurde rechtswidrig in die Psychiatrie eingewiesen. Während sie in der Psychiatrie sitzt, zwingen die Behörden ihre 72 Jahre alte Mutter, das angemietete Haus zu verlassen. An dem Tag, an dem ich entlassen worden bin, hatte ich ja kein Dach mehr über den Kopf. Und meine Mutter wurde ja am selben Tag ja zwangsgeräumt, nur mit dem, was sie anhatte. Auch bei der Räumung macht die Justiz Fehler. Das Räumungsurteil soll an einem Tag verkündet worden sein, an dem der Richter selbst erklärt hatte, er sei verhindert. Nach einigen Wochen bemerkt er den Fehler und schickt den Frauen ein zweites korrigiertes Urteil. Ihre Anwälte legen gegen dieses Urteil dann Berufung ein. Zu spät, sagt das Gericht, denn die einmonatige Berufungsfrist habe schon mit dem ersten fehlerhaften Urteil begonnen. Wir legen den Fall einem der bundesweit anerkanntesten Experten für Zivilprozessrecht vor. Damit ist keine Berufungsfrist in Lauf gesetzt worden. Die ist erst durch die nochmalige Zustellung mit dem richtigen Verkündungstermin in Gang gesetzt worden. Und diese später in Gang gesetzte Berufungsfrist ist durch die Berufung der Anwälte gewahrt worden. Fehler der Gerichte verhindern, dass die Frauen sich gegen das Räumungsurteil wehren können. Klar ist auch, die Einweisung in die Psychiatrie war nicht rechtens. Versuchen Behörden und Justiz, die Fehler wieder gutzumachen? Nach der Zwangspsychiatrie, Mutter und Tochter sind wohnungslos, übernachten in Billigpensionen. Hilfe von den Behörden bekommen sie lange nicht. Es hat jeder auf den anderen verwiesen. Also es war keiner zuständig. Mehr als 2 Monate vergehen. Wieder ein Gerichtstermin. Jetzt wird das Landratsamt verpflichtet, Mühlhölzel mit Geld und einer neuen Wohnung zu helfen. Das Landratsamt ist aber untätig geblieben. Sie wollten einfach nicht. Das Amt bestreitet das. Schriftlich erklärt es, man habe die Diakonie, die Fachstelle zur Verhinderung von Obdachlosigkeit, darum gebeten, direkt Kontakt mit Frau Mühlhölzel aufzunehmen. Bei der Diakonie aber heißt es auf unsere Anfrage, das Amt habe sich in Sachen Mühlhölzel nie gemeldet. Insgesamt 4 Monate sind die Frauen ohne feste Bleibe.
Dann finden sie auf eigene Faust eine Wohnung. Ich musste natürlich schauen, dass wir ein Dach über den Kopf kriegen. Ich musste nehmen, was wir kriegen. Mhm. Bekannte haben den Frauen Geld für die Wohnung geliehen. Das wird zum Problem, denn das Sozialamt glaubt nicht an private Geldgeber. Es vermutet, die Frauen haben ihr tatsächliches Vermögen verschleiert und so die neue Mietwohnung bezahlt. Das Amt streicht die erst wenige Tage zuvor bewilligte Sozialhilfe. Wir sind ein Hilfeamt und wir wollen Hilfe erbringen. Dann bitte sollen halt die Damen eine Bescheinigung bringen, derjenigen, die als Gläubiger auftreten und dann eben sagen, wurde ausgegeben für Kaution oder was auch immer alles so im Raum steht. Nach all dem, was sie erlebt haben, misstrauen Mühlhölzl und ihre Mutter den Ämtern. Die Namen der Bekannten, die ihnen Geld geliehen haben, wollen sie deshalb den Behörden nicht nennen. Uns aber vermitteln sie Kontakt zu einem ihrer Geldgeber. Jakob Meyer legt uns mehrere Darlehensverträge als Beweis vor. Was denen passiert ist, dass sowas in Deutschland möglich ist, finde ich, dass das das Letzte ist. Und darum habe ich immer geholfen. Vielleicht gewähren die Behörden doch noch Hilfe. Ansonsten, das bestätigt das Amt, werden die Frauen bald obdachlos sein. Was wollen Sie jetzt machen? Weiß nicht.